Reini, sag mal, warum vertrittst du die Meinung, dass ein Poncho im Outdoor-Bereich als Regenschutz eine ideale Lösung ist? Wenn du wissen willst, warum ich das immer wieder vertrete, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, auf Instagram kommt die Frage immer wieder. Reini, du schreibst das im Blog, du schreibst das in deinen Büchern, du sagst es auch immer wieder. Regenponcho, warum ist das deine erste Wahl für Survival und Bushcraft und den Outdoor-Bereich? Und beim Outdoor-Bereich muss man natürlich ein bisschen auseinanderhalten, denn der Poncho hat ganz klare Vorteile, aber er hat auch Nachteile. Was der große Vorteil ist, ist meiner Meinung nach die Multifunktionalität. Ich kann mit dem Teil extrem viele Dinge tun, die ich mit einer Regenjacke nicht so einfach in den Griff bekomme. Dadurch ist er natürlich ein riesengroßes Teil, schaut irgendwie ganz, ganz komisch aus. Also es kommt immer ganz drauf an, also ein Jogger, jemand der Mountainbiket oder sonst irgendwas, der wird mit so etwas einfach nicht glücklich werden. Das kommt auf die Sportart an, die du machst, was du draußen tust. Aber zum Beispiel zum Wandern halte ich diese Teile extrem genial. Es gibt auch zum Beispiel von einigen Firmen, wie zum Beispiel Tatonka, welche, wo ich den Rucksack, die extra ausgenommen sind, damit ich den Rucksack auch runterbringen. Ein kleines Daybag, eine Tasche oder sowas, das kriege ich da drunter und bin automatisch, schütze automatisch meine Tasche auch mit. Das ist das eine. Das andere ist, ich kann den umbauen. Ja, ich kann den, zum Beispiel das hier, das ist einer, den ich extrem gerne mag. Das ist die schwerere Ausführung von Miltec. Das ist natürlich ein günstig Teil. Wir haben auch noch günstigere im Programm. Der ist so mittelteuer oder mittelgünstig. Ja, wir haben noch günstigere, die ihren Dienst trotz alledem tun, zum Beispiel beim Survival Training, wo ich sage, wenn der kaputt ist nach diesem Wochenende Survival Training, dann haben mich die 20 Euro nicht, wenn ich aber einen Poncho kaufe, um 100 Euro oder 120 oder 130 Euro, wie es ihn zum Beispiel von TT gibt oder anderen Herstellern, und den zerreißt es mir, weil ich durchs Unterholz irgendwo durchkraxle oder das aufspanne und darunter ein Feuer anzünde und dann die Funken drauf fallen, die Glut drauf fällt zum Beispiel und mir ein Loch reinbrennt, da würde ich weinen. Aber auch günstiger, da bin ich halt nicht so traurig. Das ist aber auch gleich die Multifunktionalität, die ich vorher angesprochen habe. Ich kann mit dem einen kleinen Schlafsack oder eine Schlafsackhülle bauen. Ich habe die Möglichkeit, ein Tarp, ein kleines Zelt für eine Person zumindest, und wenn man zu zweit ist, auch mit für zwei Personen aufzubauen. Ich kann damit gut Regen sammeln, ich kann damit Wasser abkochen, zumindest bei dieser Ausführung hier, dieser Miltec-Ausführung, die etwas schwerer ausgearbeitet ist, mit heißen Steinen. Man muss dazu ein bisschen aufpassen, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Dass das keine gesunde Lösung ist, dass ich sage, oh, da ist ja dann Plastik und unangenehm und irgendwelche giftige Stoffe dann im Wasser. Ja, es ist in Ordnung. Es geht ja nur um die, beim Survival Training sehr, sehr häufig um eine andere Sichtweise zu bekommen und dass man auch die Einstellung, das Mindset bekommt, dass es immer irgendwie weitergehen kann. Nicht notwendigerweise muss. Irgendwo sind immer Grenzen, das ist ganz klar. Aber dass man improvisiert, dass man anpasst, dass man adaptiv ist, ja, das ist der Schmäh dabei. Und eine Regenponcho ist da meiner Meinung nach die bessere Variante. Wenn ich mich irgendwo hinsetze, ich kann meine Hände hier unter den Poncho reingeben. Ich kann im Winter, jetzt ist es ein bisschen kühler hier aktuell, ich merke auch, der Wind zieht von oben runter und geht über das Schneefeld hier hinter mir auf, billige Eigenwerbung alles her, waldurlaub.at, ja, hier im Buschkraftareal, da merke ich, dass es mal kühl wird. Wenn ich mich da jetzt irgendwo hin platze, ja, platziere, würde das nicht am freien Feld tun, außer ich will gefunden werden, sondern im Wald zum Beispiel drinnen, ja. Dann könnte ich hier eine kleine Kerze, die ich in meinem Winter-Survival-Kit immer dabei habe, Teelicht, und unten anzünden und könnte mir hier ein kleines Mikroklima schaffen. Ja? Ich kann so viele Dinge mit dem Teil tun, die eine Regenjacke ganz einfach nicht kann. Aber dadurch ist er natürlich größer, er ist schwerer, er ist unförmiger als auf einem Mountainbike, finde ich das. Wäre das mit den ganzen Schnüren und Papieren und kleinen Löchern und Ösen wahrscheinlich nicht so cool. Aber das ist die Idee dahinter. Und ich will jetzt nicht auf einen einzelnen Poncho hingehen und sagen, der von Miltec ist gut oder die billigeren sind gut oder die teureren sind gut oder wir haben auch einen Poncho, einen Regenponcho, einen Einmal-Poncho, der ist als Rettungsdecke ausgeführt. Ja? Survival-Poncho nennen wir die. Alles billige Eigenwerbung natürlich, ich gebe da den Link in meinen Shop. Ja. Den kann ich einmal verwenden, der ist winddicht, der ist wasserdicht. Ja, und wenn er kaputt ist, dann ist er kaputt, aber den nehme ich ja nur für den Notfall. Der hier ist schon für den mehrfachen Gebrauch gedacht
Und das ist auch in Ordnung. Also diese Multifunktionalität ist ganz, ganz wichtig. Wenn ein Poncho, dann soll er meiner Meinung nach solche kleinen Ösen hier haben, damit man, das ist jetzt hier standardmäßig, ist schon was drinnen, das kann man aber ausfädeln oder könnte Paracord oder irgendein anderes Schnurmaterial reinnehmen. Er soll diese kleinen Clipsis hier haben, damit ich mir das zusammenbauen kann, wie ich das brauche. Und was auch recht gut ist, ist, wenn man schaut, die Nähte, die natürlich entstehen, weil die Kapuze wird oben drauf gesetzt und so weiter, dann wäre es gut, wenn die noch einmal mit so einer Bahn abgedeckt sind. Das bringt regentechnisch doch einiges. Und ich muss an dieser Stelle, weil wir schon bei Poncho sind oder bei Regenjacken oder bei grundsätzlich, auch ein Missverständnis, das es gibt, mit dem muss ich auch einmal aufräumen. Ja? Es heißt ja immer, naja, wir verkaufen ja unterschiedliche. Wir verkaufen den Miltek hier, den ich als, ich weiß, manche, wenn sie Miltek hören, reißt es gleich, aber der hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für semi-professionellen Einsatz oder für ambitionierten Einsatz, jetzt vielleicht nicht, ich will jetzt vielleicht nicht der Bergsteiger sein oder mein ganzes Leben draußen überleben, vielleicht nicht. Der ist auch etwas schwerer, der ist aber auch massiver, also das kommt immer darauf an, was man tun will, aber da kommt dann immer wieder die Rückmeldung, auch bei teureren, bei TT zum Beispiel, wo die Leute sagen, ich war da jetzt draußen und es hat geregnet den ganzen Tag und es war dann am Nachmittag auch irgendwie innen drinnen auch feucht. Und ich sage, naja, ist ein Loch gewesen? Nein, nein, überhaupt nicht. Hast du dich bewegt? Ja, sicher. Könnte es sein, dass das deine Ausdünstungen waren, die da innen drinnen sind? Also mit der Zeit logischerweise. Erstens einmal, deine Ausdünstungen, das ist wasserdicht unter Anführungszeichen. Das heißt, es kann nicht atmen. Also wenn du herumläufst wie ein Verrückter, dann bleibt die ganze Feuchtigkeit, die du da rausschwitzt, unten, innerhalb von dem Poncho. Das muss dir ganz einfach bewusst sein. Und das Zweite ist, das ist nicht hundertprozentig wasserdicht auf Dauer. Wenn es da die ganze Zeit durchregnet, irgendwo rinnt dann mal auf der Seite irgendwo was rein. Regenwetter ist nie schön. Regenwetter ist nie schön. Also, das liegt nicht an dem Poncho, sondern es liegt an dem Poncho-System grundsätzlich. Und ich kann dir auch sagen, dass das bei Regenjacken genauso so funktioniert. Gut, den hier, also schau dann auch, dass man da ein bisschen was verstellen kann und so. Gibt es unterschiedliche Systeme. Vielleicht stelle ich einmal jeden einzelnen Poncho im Detail vor, damit wir mal die Unterschiede uns anschauen. Aber da ging es jetzt einfach einmal darum, das Thema mal abzugreifen. Das war ein Wunsch von sehr vielen Leuten auf Instagram. Das war's jetzt. Mir fällt nichts mehr ein. Multifunktionalität. Und deswegen mag ich den Poncho. Schreib mal einen Kommentar, was du vom Poncho hältst, welche Multifunktionalität du hier siehst und ob du auch der Meinung bist, dass für Survival Training, für Bushcraft, auch teilweise für Bergwandern mit Rucksack, ohne Klettern oder so irgendwas, ein Poncho die bessere Wahl ist? Oder bist du da Jackenanhänger? Dann schreib mir bitte einen Kommentar, das würde mir sehr nicht taugen. Daumen nach oben oder nach unten, Abo dalassen. Hier geht's in den Shop, gleich zu diesem Miltek-Teil hier. Wie gesagt, ich kann es da hundertprozentig empfehlen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Anderes Video zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein René Rossmann, bis bald und ciao, ciao.